Du schreibst, ich antworte. Ja, servus, grüezi und hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Du schreibst, ich antworte. Heute Folge Nummer 4. Ja, wir haben wieder Quatsch. Ja, wir haben wieder Sonntag und das Wetter ist draußen warm, ziemlich warm, man schwitzt. Und was habe ich nicht Besseres zu tun, als wieder auf eure Kommentare zu antworten. Deshalb würde ich sagen, legen wir auch direkt los mit den Kommentaren, die ihr wieder in der letzten Folge geschrieben habt. Und auch an dieser Stelle nochmal als Info, falls du da drin Fragen hast oder irgendwelche Kommentare, einfach in die Kommentare posten und ich werde in der nächsten Folge darauf antworten. Kommen wir also zu Kommentar Nummer 1. Du kannst dir nicht alle Abonnenten merken. Klugscheiße Mut an, das menschliche Gehirn hat eine Speicherkapazität von ca. 4 dB. Es ist schon Wahnsinn, oder? Das menschliche Gehirn hat eine Kapazität von 4 Terabyte. Puh. Wenn ich mir das mal überlege, dann hat meins mit Sicherheit die Prioritäten irgendwo anders gelegt. Das viel mehr Bullshit abgelegt. 3 Terabyte Bullshit, 0,9 Terabyte irgendwie ist mit Schlafen beschäftigt und der andere Teil, keine Ahnung. Also wenn ich mir nicht alle Abonnenten merken kann, ist das demnach sehr wohl verständlich. Wie findest du FIFA 13? FIFA 13... kann ich nicht sagen, wie ich das finde. Das letzte FIFA, was ich gezockt habe, war FIFA 99. Das ist schon eine ganze Weile her. Seitdem habe ich keinen FIFA mehr gespielt. Ich habe mir FIFA 13, glaube nicht gut. Aber grundsätzlich, FIFA bin ich nicht so der Spielertyp. Wie gesagt, ich spiele eher Rollenspiele. Ich spiele eher Minecraft. Ich spiele eher, ja, so Shooter mit guter Story. Aber FIFA habe ich bis jetzt noch nicht weiter gespielt. Ich bin nicht so der große Fußballspieler. Und man muss ja auch immer Freunde finden, die mit einem online spielen. Weil alleine macht es wenig Spaß, die ganzen Kampagnen durchzuspielen. Bis jetzt habe ich es nicht gespielt und mal schauen, vielleicht ändert sich das ja irgendwann, aber glaube nicht. Ether oder Minecraft Vanilla und wann kommt der Stream genau? Erstmal die Frage, welcher Stream genau? Also Streams sind zukünftig geplant, aber ich weiß noch nicht, wann da jetzt einer rauskommen soll. Vermutlich dann demnächst mit Grid 2, ich muss mal schauen, oder eben mit einer Minecraft Hunger Games Map. Da geht's jetzt bald demnächst weiter auf Mithrundir und da werden wir uns bestimmt wiedersehen. Zu der anderen Frage, die du gestellt hast, nämlich ob Minecraft Ether oder Minecraft Vanilla. Ich würde sagen, Minecraft Vanilla, weil Minecraft Ether, das ist schön und gut, ist immer was ganz Neues. Im Moment würde ich eigentlich Ether sogar bevorzugen, aber es ist natürlich begrenzt. Du hast natürlich, wenn du die Dungeons fertig hast und einen gewissen Fortschritt erreicht hast, bist du sozusagen in der Welt auch am Ende. Also demnach bietet Minecraft Vanilla noch mehr Möglichkeiten. Du kannst Höhlentouren machen, du kannst halt ganz normal deine Sachen bauen, Monster jagen und so weiter. Gut, kann man mit Ether auch, aber ich würde trotzdem dennoch eher zu Minecraft Vanilla tendieren. Optimal wäre es, wenn Minecraft Ether in Minecraft Vanilla integriert werden würde, so wie der Nether. Das wäre doch mal richtig geil, oder? Also kommt aufrufen, alle an Notch schreiben. Wir müssen Minecraft Ether in Minecraft integrieren direkt. Das wäre doch mal super. Dann hätten wir nämlich Nether und Ether together. Das wäre doch super, oder? Was war der blödeste Moment, den du mit deiner Freundin erlebt hast? XD. So, also direkt eine Frage von Babyputz. Ja, und die haben natürlich viele von euch geliked, deswegen möchte ich sie auch beantworten. Was war der blödeste Moment, den du mit deiner Freundin erlebt hattest? Also wenn ich ehrlich bin, gab es zwei Momente, die richtig blöd waren und die sogar ziemlich am Anfang der Beziehung stattgefunden haben. Und ich denke mal, die kann ich euch schon erzählen. Der erste Moment, da sind wir gemeinsam in den Zoo gegangen. Da haben wir uns gerade mal ein paar Tage oder eine Woche gekannt, so ungefähr. Und wir sind zum Affengehege gelaufen. Also das ist im Nürnberger Zoo gewesen. Und das ist, wenn man reinkommt, dann geht es ziemlich weit hinter geradeaus. Und dann kommst du zu einem Affengehege. Und was wir als erstes da gesehen haben, war sehr affentypisch. Also die Affen haben sich wirklich wie Affen verhalten. Wie Schweineaffen sozusagen, die haben nämlich vor unseren Augen gepoppt. So, und das ist natürlich eine,
Ja, sehr komische Situation, wenn man seine Freundin noch nicht lange kennt und man geht mit ihr das erste Mal in den Zoo und man sieht da Affen poppen. Also ich meine wirklich, das ist einem schon ein bisschen peinlich gewesen, da musste man sich das Grinsen verdrücken, aber es war natürlich eine lustige und zugleich peinliche Situation. Das war Nummer 1. So, Nummer 2. Situation Nummer 2 war auch nicht ganz so schön, für mich weniger. Es war sogar sehr schmerzhaft, die Situation und die Erfahrung zugleich. Denn ich war mit meiner Freundin, wo wir uns auch nur ein, zwei Wochen kennengelernt hatten, nämlich mal beim Trampolinspringen am Dutzenteich. So, ich war ja der Typ, der immer sehr sportlich ist und der gerne Trampolin gesprungen ist zu der Zeit. Und man wollte natürlich seiner Freundin mehr oder weniger imponieren und ihr gerne was zeigen, was man so gelernt hat und drauf hat auf den Trampolin. Das ist eben macho-like. Und ja, was wollte ich machen? Ich wollte zwei Rückwärtssalto hintereinander probieren. Ging natürlich schief, wie man sich hätte vermuten können. Und ich habe mir den Oberarm gebrochen, den rechten Oberarm. Autsch, das tat richtig weh. Also das hat wirklich geschmerzt. Man wusste gar nicht um einen rum, was ist jetzt passiert. Also ihr seht sogar hier noch die Wunde, die dadurch entstanden ist. Ich habe mir den Arm im Prinzip hier oben gebrochen, direkt über dem Ellenbogen, wenn ich in die Kamera schaue. Und seitdem kann ich den Arm auch nicht mehr gerade strecken im Vergleich. Der andere, den kriege ich nicht mehr weiter. Das geht einfach nicht. Ich wollte eben zwei Rückwärtssalto hintereinander machen und habe den zweiten nicht mehr ganz geschafft gehabt, habe mich dummerweise abstützen wollen auf dem Trampolin. Das ist fatal. Wenn man sich abstützen will auf dem Trampolin, dann mit Spiel im Ellbogen, also der muss gebeugt sein, dass du auch zurückfedern kannst. Das Problem dabei war, ich habe mich versucht, gestreckt abzustützen. Dadurch ging die ganze Wucht des Trampolins in meinen Arm. Und bam, das tat dann richtig weh. Also es war dann so ein richtiges kleines Ei rausgekommen, der Bruch war fast offen, aber Gott sei Dank noch nicht. Dann kam der Notarzt, der hat natürlich auch gelacht, wie sowas mir passieren kann. Ich war durch die ganzen Adrenalinstöße, sage ich mal, die ich dadurch bekommen habe, der menschliche Körper stößt ja Adrenalin aus, wenn er sich so eine Verletzung zuzieht und versucht die Verletzung dadurch ein bisschen zu unterdrücken, dass der Schmerz ein bisschen zurückgeht. Und ja, das war wahrscheinlich bei mir auch ziemlich stark. Also ich habe nicht so extreme Schmerzen. Also es tat schon weh, aber ich meine, ich war immer noch guter Laune. Ich konnte immer noch sagen, ey, Moment, bevor er mich abschleppt, ne? Da macht immer ein Foto von mir. Kumpels muss noch ein Foto von mir machen mit dem Handy, wie ich da lag auf dem Trampolin. Und der Notarzt neben mir hat auch noch so ein Peace-Zeichen gemacht. War ganz lustig, die Situation. Aber natürlich auch peinlich zugleich, weil man natürlich was zeigen wollte. Ja, man hat gezeigt, wie man failen kann. Gut, ist die Freundin schon mal auf alles eingestellt gewesen. Und auf jeden Fall eine Situation, die man nie wieder vergessen wird. Also das mit den Hackern ist zurzeit auf YouTube echt schlimm. YouTube sollte die Accounts besser schützen. Frage, hast du studiert? Wenn ja, was? Da sprichst du wahre Worte. Das mit den Hackern ist wirklich schlimm auf YouTube. Das hast du ja bestimmt auf die letzte Folge bezogen, wo ich das mit Bucket.de genannt hatte. Sein zweiter Kanal, Bucket.de 2. Mittlerweile ist es ja so, Bucket hat seinen alten Kanal wiederbekommen. Ich weiß selbst noch nicht genau wie. Auf jeden Fall hat er ihn wieder. Also ihr müsst Bucket.de 2 nicht mehr unbedingt abonnieren. Bucket ist wieder auf seinem alten Kanal vertreten. So, und jetzt zu seiner zweiten Frage, ob ich was studiert habe. Nein, ich habe nicht studiert. Ich habe nur das Abi gemacht. Fachrichtung Informatik. Das war so ein Fachhochschulabschluss für Informationstechnologie. Also ein bisschen Programmieren und so weiter und so fort. Und demnach habe ich nur das Abi. Danach wollte ich nicht studieren, haben einige Kumpels gemacht, einige haben versagt, weil sie natürlich auch ein bisschen auf der faulen Haut gelegen haben. Andere haben studiert, die fangen jetzt erst richtig mit Arbeiten an. Ich so gesehen arbeite bzw. mache meine Ausbildung jetzt schon seit 2006, dann habe ich angefangen eben zu arbeiten und ich verdiene eben mittlerweile richtig Geld. Und ja, das Studieren, das ist nicht so meins gewesen. Ich wollte einfach gleich anfangen mit Arbeiten, ich wollte Geld verdienen und ich denke mal, heutzutage reicht das Abi zu. Ist natürlich Einstellungssache, aber Studieren, da bin ich nicht so der Typ für gewesen. Also das habe ich dann nicht gemacht. Herr Turio, in welchem Bundesland bzw. wo in Deutschland lebst du? Bzw. verrätst du sowas grob oder ist das zu privat? Ja, in welchem Bundesland ich wohne, werde ich dir natürlich verraten. In Bayern. Wie ist deine Haltung zum Thema Religion?
Meine Haltung zum Thema Religion ist sehr offen. Also ich selbst bin jetzt nicht religiös, ich bin jetzt nicht evangelisch, ich bin nicht katholisch. Sozusagen bin ich Atheist, also ich glaube an nichts. Ich bin der typische wissenschaftliche Typ. Aber ich habe natürlich auch überhaupt nichts gegen die Leute, die jetzt irgendwie einer Religion folgen, die katholisch sind, die an Jesus glauben oder die Religion X angehören oder sonst was. Ich bin da vollkommen offen, ich toleriere alles, weil jeder soll leben, wie er es für richtig hält. Und man soll eben leben und leben lassen, ne? Also da sollte man schon Toleranz zeigen und nicht gegen irgendjemanden gehen, der jetzt zum Beispiel die eine Religion mag und der andere nicht. Also religionstechnisch könnt ihr mich nicht viel fragen, weil ich kenne mich damit nicht aus, aber ich lasse natürlich auch jeden das Seine sozusagen. Also da sollte man sehr tolerant sein. Trägst du irgendeine Art von Körperschmuck, Tattoo oder ähnliches? Nein, Körperschmuck trage ich keinen. Also mal einen Ring, ja, oder mal eine Kette, sowas hier, das sowas trage ich schon. Aber ich trage zum Beispiel keinen Körperschmuck wie Tattoo oder sowas. War mal kurzzeitig am Überlegen, ob ich mir ein Tattoo machen lasse. So eins auf dem Arm zum Beispiel, sowas wie Jin von Tekken hat oder irgendwie sowas war ich mal am Überlegen, aber bis jetzt nicht und ich verfolge es jetzt auch nicht mehr unbedingt. Also ich weiß nicht, wie steht ihr denn eigentlich zum Thema Körperschmuck? Habt ihr Körperschmuck? Steht ihr auf Tattoos? Und wenn ja, was bevorzugt ihr denn da? Das wäre mal eine Frage von mir an euch jetzt an dieser Stelle. Ab in die Kommentare damit. Wie bist du Let's Player geworden? Wie ich Let's Player geworden bin, habe ich doch, denke ich, schon mal in der ersten Folge erwähnt. Oder war es in der zweiten? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall fiel die Antwort kurz und bündig aus und ich sage es auch dieses Mal gerne wieder. Ich bin, wann war es? 2010? 2010 ungefähr bin ich auf das Thema Let's Plays gestoßen. Hab natürlich auch dann Minecraft Let's Plays von Gronkh geschaut und hab dann 2011 im Juni gedacht, ach, probierst du es doch auch mal, stellst du mal deine Welt vor. Das war Minecraft Let's Show von meiner allerersten Welt. Das war meine allererste Folge. Minecraft Let's Show, wenn ihr da mal schaut auf meinem Kanal. Ansonsten, wenn ihr das erste Projekt sucht, was danach kurz entstanden ist, juckt meine Nase, das war Mass Effect. Da müsst ihr mal reingucken. Mass Effect ist sozusagen mein Lieblingsspiel mit, meine Lieblingstrilogie und mein Steckenpferd. Da könnt ihr mal gerne reinschauen, wenn ihr wollt. Also das war noch mit Headset-Aufnahme, es ist noch ein bisschen qualitativ schlechter wie jetzt vielleicht. Aber ja, Mass Effect, das war so das, was mich richtig gereizt hat und jetzt noch reizt. Und ich bin schon sehr gespannt, ob es überhaupt noch einen Film davon geben wird. Ist ja die Rede davon, dass ein Film von Mass Effect rauskommen soll. Bis jetzt gibt es nicht so viele Infos dazu. Also ich bin sehr gespannt. Wie bist du auf den Let's Showplay-Server-Namen gekommen? Ja, wie ich auf den Let's Showplay-Namen gekommen bin, der Serverwelt Mithrundir. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Ich glaube, das hatte ich sogar schon mal beantwortet gehabt in Folge. Was war das? War das 200 rum? 200? Ja, kann sein, Folge 200 rum oder irgendwie so. Da hatte ich mal erwähnt gehabt, wie ich auf den Servernamen gekommen bin. Im Prinzip nicht durch Mithrandir, sei an dieser Stelle gesagt. Unter Herr der Ringe-Fans von euch ist ja bekannt, dass Gandalf den Namen Mithrandir trägt. Ich glaube, die Elben oder die Zwerge, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, die nennen Gandalf so Mithrandir. Und deshalb haben viele von euch gedacht, ich bin auf den Servernamen Mithrundir auch durch Mithrandir gekommen. Bis dato wusste ich aber mal noch gar nicht, dass Gandalf den Namen Mithrandir hat. Also ich habe zwar mir irgendwie Herr der Ringe als Basis genommen. Ich habe mir gedacht, was gibt es denn so für Namen in Herr der Ringe? Weil ich ja den Server ein bisschen an Herr der Ringe anpassen wollte, ein bisschen so in die Fantasy-Richtung, also ein bisschen in die Baustil-Richtung wie Herr der Ringe. Und da habe ich mir überlegt, was gibt es denn so für Namen bei Herr der Ringe? Da gab es zum Beispiel Minas Tirith oder Barad-dûr oder Hobbingen oder Bre. Ich habe mir halt überlegt, in Herr der Ringe wird oft mit zum Beispiel so Dur und Tirith, TH und dem Ganzen gearbeitet. Ich dachte mir, was nimmst denn du? Tier, irgendwas mit Tier vielleicht hinten. Mithrundir. Ich bin irgendwie so auf Mithrundir gekommen, weil ich habe mir natürlich ein bisschen am Elbischen orientiert gehabt. Und ja, dadurch bin ich dann auf den Namen gekommen und danach hatte ich erst von euch erfahren, dass Gandalf den Namen Mithrandir trägt. Also es ist wirklich so eine richtige, ja, Überschneidung, dass man denken könnte, ich hätte was geklaut, aber es war wirklich nicht so. Da gibt es übrigens noch eine geile Geschichte. Damals, wo ich noch O-Game gespielt habe, das Browser-Game, wo man wirklich Raumschiffe aufbauen konnte, man musste wirklich gegen die, gegen alle Spieler aus der Welt kämpfen und wenn man dann die Flotte geschrottet wurde, ist der Account sozusagen futsch gewesen, weil deine ganze Arbeit kaputt war. Bei O-Game ist mir sowas Ähnliches passiert. Da hatte ich nämlich mal eine Allianz gegründet, die hieß ISS.
damals, das war, wann war denn das? Ich glaube, das war so 2003 rum, 2002, 2003, da hatte ich OGame gespielt und hatte eine eigene Allianz gegründet, die hatte ich ISS genannt, International Secret Service hatte ich die genannt. Dann hatten Kumpels zu mir gesagt, sag mal, hast du die eigentlich nach der ISS benannt? Und ich, was denn für eine ISS? Naja, die ISS, die im Weltraum schwebt. Kenne ich nicht. Gibt's wirklich eine ISS? Ja, das war auch ganz lustig. Da habe ich im Prinzip dasselbe Kürzel als Ellie-Name gehabt wie die ISS da oben, die es wirklich gibt. Das wusste ich damals auch noch nicht. Bin dann, ja, das ist schon eine zweite Vorkommen. Also jetzt mit ISS damals und jetzt Mithrandir bzw. Mithrundir. Also wirklich sehr strange. Also manchmal denkt man sich, wie kommt man auf den Namen und den gibt es wirklich? Hä? Also es ist ganz lustig. Nee, also wirklich, ich bin durch reines Überlegen auf Mithrandir gekommen. Nicht durch Mithrandir, also Gandalf. Ne? Hey, wie bist du so gut geworden? Und was ist dein momentanes Lieblingsprojekt? Wie ich so gut geworden bin, also ich bin noch gar nicht so groß so gut geworden, finde ich. Ich bin eher der mittlere Let's Player-Typ, also noch nicht so groß gewachsen. Ich habe einfach Spaß bei der Sache. Ich mache es einfach so, wie ich bin. So spiele ich Spiele, so kommentiere ich auch. Wenn ich was zu quatschen habe, quatsche ich. Und wenn ein Leute abonnieren, super. Also mehr gibt es da gar nicht an Geheimnis. Was mein momentanes Lieblingsprojekt ist, was spiele ich im Moment? Natürlich Let's Showplay Minecraft. Das ist mein Lieblingsprojekt. Da empfehle ich auch jedem mal reinzuschauen. Moin Kelle, wie ist eigentlich dein Name entstanden? Oder anders gefragt, warum hast du diesen Namen gewählt? Liebe Grüße Winkel. Ja, du meinst mit Sicherheit meinen Namen Kelturio, wie der entstanden ist. Ja, das hatte ich auch schon mal in einem Let's Showplay erwähnt. Aber auch an dieser Stelle sei es nochmal gestattet, die Frage zu stellen. Auf Kelturio bin ich auch im Jahr 2000, 2001 rumgestoßen, nämlich mit meinem ersten PC-Spiel. Damals hatte ich das PC-Spiel Age of Empires 2 gekauft gehabt. Da hatte ich gerade einen PC neu, mein allererster PC war das. Und ich habe geschaut, was gibt es denn so für Spiele, habe mich beraten lassen, bin durch einen Bekannten dann auf das Spiel Age of Empires 2 gestoßen und habe da, gucke an, immer mit den Kelten gespielt. Und durch die Kelten und in Verbindung mit den Filmen von Asterix und Obelix, wo es ja die Centurios gab, damals im alten Rom und so weiter, bin ich dann auf den Namen Kelturio gestoßen und seitdem ist das mein Spitzname in allen Spielen und überall. So ist mein Name entstanden. Wirst du Cube World Let's Play? Nein, Cube World werde ich glaube nicht spielen, weil das machen im Moment wieder so viele und ich habe es mir mal angesehen. Es ist ganz lustig, erinnert ein bisschen an Minecraft. Man kann halt über die Welt rennen, hat ein bisschen so ein mehr Rollenspiel-Feeling in diesem Spiel. Aber mich hat es irgendwie bis jetzt noch nicht so gereizt. Also ich glaube nicht, dass ich das spielen werde. Aber mal schauen, aber ich glaube es nicht und ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht böse, aber wir haben andere Spiele, die wir noch spielen können. Deine Top 3 Filme. Ja, meine Top 3 Filme, da zählen natürlich schon mal die 3 Teile von Herr der Ringe mit rein. Sind das schon in die Top 3? Ja, was könnte ich noch gut finden? Ich finde ziemlich viele Filme gut. Ich finde zum Beispiel gut I Am Legend, ich finde gut Hancock, ich finde gut Fluch der Karibik, ich finde gut Avatar, ich finde gut Transformers, auch echt spitze. Eigentlich so die ganzen Mainstream-Filme, kann man sagen. Die richtig großen Kinofilme, die sind meistens richtig gut. Ich liebe aber auch Horrorfilme, zum Beispiel The Hills Have Eyes, oder Paranormal Activity reizt mich, habe ich bisher noch nicht gesehen, muss ich mal noch schauen. Ansonsten ziemlich viel eigentlich. Also ich mag alle großen Filme irgendwie richtig gut. Ich gehe auch gerne ins Kino. Kannst du mir deine Handynummer geben? XDJK. Klar, Bro, ich gebe dir meine Handynummer 0190123123. Mit 23 Cent bist auch du dabei. So, das war's auch schon wieder für heute, für DSIA, beziehungsweise DIA, beziehungsweise du schreibst, ich antworte, Folge Nummer 4. Wir sehen uns dann am nächsten Sonntag. Ja, wenn es keinen Sonntag gibt, dann gibt's einen Sonntag. Da sehen wir uns dann wieder und ich hoffe, ihr habt wieder viele Fragen, viele Kommentare, ab damit unten hier reingeschrieben.
Und ich werde mit Glück auch die nächste Folge auf deinen Kommentar drauf eingehen. Bis dahin, wir sehen uns am nächsten Sonntag. Haut rein, habt noch einen schönen Tag. Euer Kelturio. Ciao.